Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen, ja, zu der ersten Auflösung in diesem oder beziehungsweise im diesjährigen Adventsgewinnspiel. Ja, liebe Freunde, als allererstes möchte ich jeden einen schönen, besinnlichen Advent wünschen. Ne? Die Zeit ist ja sehr schnell vorbeigegangen. Die Woche war ja sehr, sehr schnell vorbei. Und ja, dieses Jahr gibt es ja natürlich auch wieder ein Adventsgewinnspiel. Dieses Jahr müsst ihr aus gewissen Geräuschen heraushören, um welches Fahrzeug es sich dort handelt. Ne? Es kann auch aber auch sein, dass ihr aus dem Geräusch einen Traktor mit einem Anbaugerät hört. Das kann natürlich auch sein. Und ich habe ja von vornherein schon gesagt, dass ihr genau hinhören müsst. Ne? Also ihr müsst genau hinhören. Das habe ich ja nicht nur umsonst gesagt. Und ja, ich mache es ganz kurz und knapp. Es hat niemand richtig getippt. Also es hat alle falsch reingeschrieben. Es war kein Cent gewesen, ne? Und auch kein 1050er Cent. Zum einen war es der Traktor falsch gewesen, was er getippt hat, und zum anderen konnte man aus dem Geräusch noch ein Anbaugerät hören. Ne? Also aus dem Geräusch konnte man einen Traktor und ein Anbaugerät hören. So, wir hören uns mal kurz an, was ihr die ganze Woche über gehört habt. Ne? Das hören wir uns mal kurz an. Schauen wir mal kurz rein. So, das habt ihr gehört und jetzt schauen wir mal uns an, was gesucht wurde. So, wir haben hier einen Lindner gesucht. Ja, das war ein Lindner-Traktor mit einer Sämaschine hinten dran. Und ja, ich weiß auch nicht, warum die oder warum ihr jetzt 1050er Cent reingeschrieben habt. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich an. Wir werden auch gleich einen 1050er noch daneben stellen und das mal vergleichen. Und wir schauen jetzt mal, wie sich das jetzt hier anhört, oder beziehungsweise das hört sich ja natürlich jetzt gleich an, als das, was ihr ja die ganze Woche über gehört habt. Ne? Also gehen wir mal kurz rein. Das habt ihr gehört. Ne? Das habt ihr jetzt als allererstes, also das habt ihr gehört. Und dann habt ihr dies hier noch gehört. Das habt ihr noch gehört. Ne, das habt ihr noch gehört. So, das war ein Lindner gewesen mit der Sämaschine hinten dran. So, jetzt stellen wir mal kurz einen 1050er daneben und dann werden wir mal uns anhören, wie der 1050er sich anhört. So, ich habe jetzt den 1050er nochmal hierher geholt und jetzt vergleichen wir mal. Jetzt werden wir den hier mal kurz anlassen. Das hört sich ja so an. Ne? Und der Fendt 1050er hört sich so an. Großer Unterschied, ne? Das ist ein großer Unterschied. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum ihr 1050er reingeschrieben habt. Jetzt hören wir das mal an, wie er fährt. Das hört sich auch ganz anders an. Also das hört sich auch ganz anders an, nach meiner Meinung nach. Ne? Also das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, ne, zwischen den Lindner und den 1050er Fendt. Also die Geräusche jetzt gesehen. Ne? Besonders der Anlasser. Ne? Oder beziehungsweise wenn man den Traktor anlässt oder startet, hört sich ja ganz anders an. Ne, deswegen verstehe ich nicht, warum die jetzt oder einige 1050er reingeschrieben haben. Ja gut, ich bin darauf vorbereitet auf jeden Fall. Wie gesagt, gerechnet habe ich damit nicht, dass niemand das richtig hat. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Ich erstelle jetzt eine Ersatzaufgabe und die Ersatzaufgabe besteht darin, dass ihr eine Schätzfrage beantworten müsst. Eine Schätzfrage. Die Schätzfrage handelt sich um den LS17. Die Gold Quest Valley, darum handelt es sich. Und auf der Gold Quest Valley haben wir ja auch jede Menge Zeug verbraucht. Ne? Also wir haben ja jede Menge
Saatgut verbraucht, jede Menge Treibstoff verbraucht zum Beispiel, ne? Und ihr müsst dann halt eine Schätzfrage beantworten, die mit Goldcrest Valley im LS17 zu tun hat. Es dürfen aber nur diejenigen auch dann reinschreiben im Discord, die jetzt hier die Woche über mitgemacht haben, ne? Also Erik Schauend darf mitmachen, Dark Scrim, Dreschke, Max Country, Live Austria und Terminator 007, ne? Also diejenigen können jetzt die Schätzfrage dann auf jeden Fall beantworten. Die Schätzfrage handelt sich, wie gesagt, eben schon gesagt, um die Goldcrest Valley. Und ihr müsst beantworten, wie viel Dünger haben wir auf der Goldcrest Valley insgesamt verbraucht? Ne, das ist die Schätzfrage. Derjenige, der am nächsten an der Antwort dran ist, der hat dann dementsprechend gewonnen. Ne, also jetzt beispielsweise, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wir haben 1000 Liter Dünger auf der Goldquest Valley verbraucht. Ja, wenn DJ jetzt zum Beispiel schreibt 50 Liter oder er schätzt jetzt zum Beispiel 50 Liter, die anderen nur 30 oder 20 Liter, dann hat der DJ dann dementsprechend gewonnen, weil DJ dann am nächsten an die 1000 Liter dran wäre. Ne? So funktioniert das. Ne? Aber auf jeden Fall kann ich euch einen Tipp geben. Wir suchen eine Millionenzahl, also das geht schon in die Millionen. Ne? Und wie gesagt, die Frage lautet, wie viel Liter Dünger insgesamt haben wir auf der Goldquest Valley im LS17 verbraucht? Ne? Und unter Dünger zählt Kunstdünger, also hier Mineraldünger, Flüssigdünger, dann zählt nach Mist, Gülle und Gärreste. Ne? Das zählt alles unter Dünger. Ne? Und ja, wie gesagt, also ihr müsst dann auf jeden Fall schätzen, wie viel Dünger wir insgesamt auf der Goldquest Valley verbraucht haben. Ihr habt dafür bis heute Abend um 19 Uhr Zeit. Ne? Ich denke, das ist ausreichend. Und ja, derjenige, der am nächsten an die richtige Antwort dran ist, der gewinnt hier das er oder beziehungsweise die erste Runde hier im Adventsgewinnspiel. Der Discord ist jetzt, oder die für diejenigen, die jetzt reingeschrieben haben, für die ist das Adventsgewinnspiel Discord geöffnet. Ne? Für alle anderen ist das geschlossen. Nur für diejenigen, die jetzt hier über die ganze Woche mitgemacht haben, für die ist der Discord jetzt geöffnet im Adventsgewinnspiel. Ihr dürft auch nur einmal reinschreiben, nicht, also das darf auch wieder nicht bearbeitet werden. Ne? Und ja, wie gesagt, ihr müsst halt schätzen, wie viel Dünger wir auf der Goldquest Valley im LS17 verbraucht haben. Ne? Wie gesagt, ihr habt bis 19 Uhr Zeit dafür und dann lösen wir dann heute Abend dementsprechend auf und ermitteln dann den Gewinner. Also diesmal werden wir auf jeden Fall einen Gewinner haben. So viel steht fest. Ne? Also ja, gut. Das war es erstmal von meiner Seite aus und dann wünsche ich allen oder beziehungsweise diejenigen, die jetzt im Discord reingeschrieben haben, viel Glück. Ne? Und heute Abend ermitteln wir dann dementsprechend den ersten Gewinner im Adventsgewinnspiel. Ne? Wir sehen uns dann nachher im Livestream dann wieder und ja, und heute Abend mit der Auflösung. Ne? Alles klar, ich bin erstmal raus. Viel Glück und bis später. Ciao.